Zeit, Freunde, und willkommen bei Max Beachhop. Du, wir haben heute ein Panzertape-Fanpaket von Tizian. Ich habe das so ein bisschen anders geöffnet, weil das durchgeschnibbelt mit meinem Schraubenzieher. Das fand ich ganz so einfach. Deswegen habe ich das ein bisschen so von der Seite aufgerödelt. Weil hier ist so ein bisschen, ab da ist gefährlich. Mhm. Ja, und hat einen rausgehackt. Ne? Tizian, danke dir, Alter. Ne? Kommst du auch in die Kommentare? Ich kenne dich. Man kennt ihn. Was ist das? Was denkst du vorher? Radio. Das ist ein Radio. Kommst du denn da drauf? Pass auf, fällt auseinander vorne, nicht, dass es kaputt geht, wenn du es rausholst. Hier müssen wir es nochmal gurken. Wahrscheinlich war die Post da nicht sehr nett so. Oha, hat einen gekriegt. Warte mal. Ja, es hat einen gekriegt. Obwohl, nicht so schlimm. Hier schießt der Kontakt. Ah, da zieht man so ein Radio von innen. Guck mal, Radio ohne CD-Player. Da ist nicht viel drin, ne? Guck mal, es ist nicht, also eine kleine Platine hat da drin. Da hinten die Stecker. Da. Der Adapterkabel da auch bei. Wäre ganz cool, weil die habe ich mir nicht liegen. Warte, das kann ich wieder gurken. So, gegurkt. Da müssen wir zurechtbiegen, hält das wieder. Er hat so einen Stecker drin. Was? Das ist ja geil. Was ist das denn her? Das stinkt aber. Ja, oha. Verbrannt riecht das richtig. Das ist uralt schon. Wie alt ist das? Jetzt so 1960 oder so? 60er Jahre? 50er Jahre? Ja. Alter Verwalter. Wenn das noch gehen würde, das wäre schon ziemlich geil. Hier, Essen. Blaupunkt Essen. Blaupunkt Werke GmbH. Die Klappe noch. Da kannst du umschalten, von Mono auf Stereo und da kannst du die Sender durchschalten. Ist das ein cooles Radio? Oder findest du nicht? Guck mal hier, hier ist ein Antennenkabel. Voll verrostet und alt. Hier, das hier ist Plus. Und das ist hier. Nee, das ist hier Zündschloss an und aus. Und das hier ist dann der Anschluss, das Bakelit. Krass, das ist so der Großvater vom Bienenstecker, würde ich sagen. Kannst du machen, abschneiden und adapterisieren, anders geht das nicht mehr. Bestimmt wurde das Radio aus irgendeiner brennenden Fabrik rausgeholt. Oder es war schon mal kaputt, das hat ja keiner so richtig. War völlig keiner. Aber kann man ganz viele Sachen noch abbauen hinten. Was ist das denn hier für ein Loch? Oh, hier, separate Box kannst du hier anschließen. Geil, geiles Teil, ich finde das cool. Aber ich will mich nicht trauen, steht auch nicht drauf, 6 oder 12 Volt, ne? Steht drauf. Ich konnte mir vorstellen, dass das 6 Volt ist, das Radio. Das ist richtig alt. Das würde so ein DKW reinpassen. Haben wir noch was an Tizian? Dann ist es so ausstopfen genommen wahrscheinlich, oder? Oh, ein Panzertape. Das ist alles eine Einheit geworden. Warte, nee, das war's. Was? Geht der Schalter noch an und aus? Wenn du nach links gehst, klick, der geht noch, guck mal. Ich will gar nicht mal glauben, dass das kaputt ist. Glaube ich nicht. Das geht, glaube ich, noch. Weil sowas, was soll daran kaputt gehen? Die haben noch so ein paar Röhren drin und sowas. Ja, aber schön und gut, aber steht hier oben drauf, Umschalter. Das ist mechanisch. Guck mal, hast du den Senderlauf? Kannst du mechanisch eintüdeln. Da kannst du, weißt du, wie du den Sender speichern kannst? Kannst du das speichern, ne? Weißt du, das geht? Guck mal, da hat hier diese. Die kannst du schieben. Also kannst du dir deinen Sender speichern. Guck mal, wenn du hier, du bist 95,8, ist da, ist dein Sender. Wenn du gerne hörst, schiebst den rüber. Kippst den darüber, Sender ist gespeichert. Aber wenn du das umschaltest, oh, ich will den Sender hören, schupp, geht an. Cool, ne? Keine Speicherfunktion. Arschlecken. Das ist noch oldschool. Das ist ein cooles Teil. Leute, ich danke euch. Vor allem Tizian, danke dir, ne? Oh, leider nicht so rumbrechen. Das Ding ist schon 1000 Jahre alt. Da musst du erstmal einsprühen und sowas. Das siehst du, das hat mir noch nicht so richtig Bock. Das lag sicherlich 20 Jahre länger auf dem Dachboden. Mindestens. Oder irgendwo, wo es gebrannt hat. Weil oder es hat mal gebrannt, kann ja auch sein. Das glaube ich aber nicht. Riecht auch nach ausgelaufener Coca-Cola. 6 Volt. Und 12 Volt. Kann man umtüten, guck mal. Ach, man kann die umstecken, die Scheiße. Guck mal, die Batterie hier, zack, zack. Kannst du so anschließen, wenn du 6 und wenn du 12 Volt hast, so. Das ist ja geil. Das ist ja schon wieder Technik. Ich bin begeistert, ich finde das cool. Cool, Leute, haut rein. Und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Munter.